Hi Freunde, was geht ab? Zurück zu einem neuen Vlog von mir. Ich hoffe euch allen geht's gut. Ah, mein Auge zog. Das sind die Nerven. Ich hoffe euch allen geht's gut und ihr seid gut in die Woche gestartet. Wenn das Video hier online kommt, ist ja Dienstag, aber aktuell ist Montag. Montag ist immer so ein bisschen so, kein Bock. Meine Augen, ich weiß, ich gehe euch damit schon auf den Sack. Ich gehe mir damit schon selber auf den Sack, aber die sind mega geschwollen. Das bedeutet für Sisi heute kein Make-up, weil, ja, wie ihr wisst, bin ich gegen irgendwas allergisch. Kein Mensch weiß, wogegen. Aber das ist not so good. My English is the best. Ja, auf jeden Fall sind gerade irgendwie so gefühlt alle auf der Fashion Week in Berlin. Und denkt nicht, dass ich uninteressant bin. Ich war eingeladen. Wirklich, ich war eingeladen. Ich wurde gefragt. Aber ich bin letztendlich nicht hin aus einem bestimmten Grund. Aber den werde ich jetzt hier nicht droppen. Ich wollte es einfach nur mal sagen, dass ich mich jetzt so ein bisschen so, ach, keine Ahnung. Ich war immer bisher auf der Fashion Week. Das war immer so mein Ding und ich bin da immer voll gerne hin. Es war mega lustig und cool und neue Eindrücke, neue Erfahrungen, neue Menschen kennenlernen und so. Ja, ist schon schade. Naja, Leben geht weiter. War ja nicht die letzte Fashion Week. Im Januar ist ja schon die nächste, wenn Corona es erlaubt. Und dann hoffen wir mal, dass Sisi dann dabei ist. Und guckt euch das mal an hier. Wie eine Palme auf dem Kopf, was ist denn da los? Ja, der Plan für heute ist folgender. Ich werde jetzt ins Solarium gehen. Und dann werde ich mit Mama Licious nach Betten schauen. Die brauchen nämlich ein neues Bett. Wir haben am Freitag schon mal geguckt gehabt bei Poco Domäne. Da war leider nichts Passendes dabei. Deswegen werden wir heute nochmal ins dänische Bettenlager fahren. Und nochmal so ein paar Geschäfte abklappern. Heute Abend möchte Enrico vielleicht kommen. Das steht aber noch nicht fest. I don't know. Ich weiß noch nicht. Ja. Ich ziehe mich jetzt mal an. Manchmal verschlucke ich so die Wörter, wenn ich was erzähle. Mir ist schon voll oft aufgefallen, ist richtig komisch irgendwie. Diese Kamera geht mir tierisch auf den Keks, weil irgendwie ist das Licht die ganze Zeit so komisch. Ich habe die auf dem Auto stehen und die schaltet das Licht so komisch. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass sie runtergefallen ist. Die wird ja jetzt auch bald gemacht. I don't know. Auf jeden Fall fahre ich jetzt los. Ich wollte eigentlich laufen, aber ich habe auch mein ganzes Kleingeld hier hinten im Auto und deswegen fahre ich. Jo. Ein paar von euch hatten mich gefragt, jetzt habe ich einen Rückwärtsgang reingemacht, warum auch immer, hatten mich gefragt, Moment, ich muss eine Stufe runterstellen, dann kann ich mal losfahren. Ein paar von euch hatten mich gefragt, ob ich mal ein Video machen kann und euch zeigen kann, was in meinem Auto ist. Also was ich hier alles so drin habe, so quasi ein, diese Handyhalterung macht mich auch wahnsinnig, so quasi ein What's in my car. Und da wollte ich euch mal fragen, was ihr dazu sagt oder was ihr davon haltet. Moment, jetzt kommt eine Kurve. Bleibt da, wo ihr seid. Ihr solltet da bleiben, wo ihr seid. Interessiert euch das grundsätzlich? Oder sagt ihr so, nee, interessiert mich gar nicht, kannst du dir sparen? Lasst mich das mal wissen. Dann würde ich das auf jeden Fall für euch machen. Die Tage. Morgen oder so. Oder übermorgen, keine Ahnung. Ich weiß nicht, das kann man ja irgendwie noch... Der Mann hat auch gesagt, ich spreche mit mir selbst. Das kann man ja irgendwie noch cool gestalten. Weiß ich nicht, kann euch zeigen, was so meine Amazon-Favorites sind, die ich mir fürs Auto gerne noch bestellen würde. Ich kann euch zeigen, was ich mir bestellt habe. Ich könnte mein Auto droppen, weil ich habe euch ja noch gar nicht erzählt, was für ein Auto ich mir gekauft habe. Also falls ihr darauf Lust hättet, dann lasst mich das wissen. Okay? Okay. Und warum ich übrigens, kann ich ja auch mal gerade sagen, warum ich es noch nicht gedroppt habe, was für ein Auto ich habe, hat eigentlich keinen richtigen Grund. Ich habe es einfach nicht als wichtig empfunden, weil es sind im Endeffekt nur Autos. Und ich finde es nicht so cool, wenn Leute so mit ihren Autos prahlen. Klar kann man stolz drauf sein. Ich finde, man kann generell stolz drauf sein, wenn man ein Auto fährt. Weil ein Auto ist echt eine teure Sache. Ob das die Steuern sind, der Sprit ist. Oder wenn halt was dran kaputt ist. Oder die Versicherung auch. Aber ich mag das nicht so, wenn man dann so ist, boah, ich habe mir das und das Auto gekauft. So wisst ihr. Keine Ahnung, vielleicht sehe ich das auch komisch. Kann auch sein. Und vor allen Dingen, als ich gedroppt habe, welches mein Erstauto war, da haben mich dann halt auch viele erkannt drin, ne? Deswegen,
habe ich es halt noch nie so, keine Ahnung, habe ich nie gesagt, habe ich nicht angesprochen, wie auch immer. Ist ja auch egal, auf jeden Fall bin ich jetzt da. Ich muss erstmal im Kofferraum nach Kleingeld suchen, weil da sind meine ganzen Handtaschen drin. Und dann gehen wir mal rein. Ich bin jetzt da, ich habe schon Geld reingeworfen, weil es ist hier so ein Solarium, wo du einfach in den Automaten Geld reinmachen musst. Deswegen brauchen wir auch keinen Test. Ich mache immer die Bank erstmal sauber, weil man weiß ja nicht, wer da vorher drauf lag. Und nicht jeder macht seine Bank nach dem Solariumgang sauber. Deswegen tun wir das jetzt mal. Und wir fahren jetzt los. Ich habe mich gerade ein bisschen umgezogen. Meine Kette ist von Primark. Das Oberteil habe ich mir auf so einem Markt gekauft. Dann die hier ist aus Fresh aus Türkei. Meine Hose ist von Shein. Ja, ist sogar noch aktuell. Malisches, sag mal hallo. Hallo. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's dir so? Gut. Soweit gut. Ey, mal, soll ich dir mal was sagen? Mein Auge zuckt die ganze Zeit. Das die Nerven. Hier. Genau das hier. Dieser Augapfel zuckt die ganze Zeit. So. Okay. Also. Das ist aber heute mal Tour, ha? Warum? Tour pur. Sehe ich hässlich aus? Nö. Ja, ich kann mich nicht schminken. Nee, muss ja auch nicht. Meine Augen, weißt du, wie die wehtun? Okay. Einfach los. Let's go. Ich warte gerade auf. Oh, was war mit meiner Stimme los? Sie war weg. Ich warte gerade auf Mama Licious. Ich versuche gerade die Audio von Melina runterzuladen, funktioniert aber nicht, irgendwie kein Internet hier. Und ich wollte euch mal eine Kaugummi-Empfehlung geben. Die hier sind von Lidl. Schmecken richtig gut. Na, Kaugummi. Also dieser typische Kaugummi-Geschmack, ihr wisst bestimmt, was ich meine. Verlieren zwar schnell den Geschmack, aber das hat ja so dieses Kaugummi, was diesen Kaugummi Geschmack hat an sich. Das ist ja bei den meisten so, boah, ich labe ein Dünnschiss heute. Auf jeden Fall wollte ich euch mal empfehlen. Kennt ihr das? Wenn jemand Kaugummi kaut, habt ihr auch das Bedürfnis, Kaugummi zu kauen? Das habe ich irgendwie mega oft. Wir sind bei KFC. Ist du auch dein zweiter Maiskolb? Ja. Das geht halt mit uns. Wir haben Hunger, wir haben nichts gefrühstückt. Das ist unser Frühstück. Wir holen uns immer die 5-für-5 Box, da sind Pommes drin. Zwei Cheeseburger, die essen wir immer, und einen so ein komischer Nugget, aber der schmeckt uns nicht, weil der ist mit dem Knochen und das ist äußerst eklig. Also finden wir persönlich. Und zwei Maiskolben mit Salz und Butter. Wir sind jetzt da, wir sind jetzt bei Wohnmax und beim angeblich dänischen Bettenlager. Ist irgendwie richtig komisch, weil oben auf dem Schild steht kein dänisches Bettenlager drauf. Ich zeig's euch mal. Seht ihr es? Aber auf den Dinger steht's. Wir gehen einfach mal gucken, aber er sieht mir noch ziemlich klein aus, deswegen glaube ich, dass wir eher bei Wohnmax erfolgreich sein werden. Aber wir gucken mal. Wohnmax und ich glaube, ich war noch nie bei Wohnmax. Ich auch nicht. Wir gucken mal, ob es da ein Bett gibt. Beim dänischen Bettenlager haben wir leider keins gefunden. Aber guck mal, Weihnachtszeug, es gibt schon wieder. Ja. Ich sehe die Tannenbäume. Und übrigens ändert dänisches Bettenlager ihren Namen. Haben die schon überall geändert. Total Banane irgendwie, weil ich finde den neuen Namen komisch. Kann nicht mal aussprechen. Ja. Echt schöne Betten. Ich finde das jetzt zum Beispiel ist einfach nur ein Traum. Mit den Glitzersteinen. Ah, das kostet halt auch 1,4, ne? Das ist halt echt viel Geld. Aber schön ist es. Weiß nicht, wir waren die ganze Zeit so auf Boxspringbettsuche, aber
Wir haben jetzt auch zwei, drei andere gefunden, die auch schön sind. Mal gucken. So, wir sind wieder draußen und haben eigentlich quasi schon Bett gefunden. Ich habe euch das jetzt noch nicht gezeigt. Das ist aber echt schön. Es ist zwar kein Boxspringbett, aber es ist halt sehr schön. Nur da braucht man halt auch Matratze, Lattenrost und alles, weil das ist nur das reine Bettgestell. Aber das ist ja heutzutage eigentlich normal, dass es nur noch diese Bettgestelle sind, die man kaufen kann. Und alles andere muss man extra kaufen. Wir fahren jetzt nochmal zu Roller, gucken da, ob wir da noch eins finden sollten. Und wenn es da jetzt ein besseres gibt, nehmen wir das mit. Und wenn nicht, dann werden wir, glaube ich, hierauf zurückgreifen. Ja. Ja, gut. Ich habe gerade zu meiner Mama gesagt, hier in meiner Kanzlei wäre das mein Stuhl. Wir sind jetzt bei Roller. Ich bin unscharf. Es ist hier nicht so einfach. Wir haben nichts Passendes gefunden, also wirklich so gar nichts. Kein einziges Bett, wo man sagt, das könnte was sein. Ich habe mir hier irgendwie mehr erhofft. Ja. Hier sind die Preise auch viel, viel teurer als zum Beispiel in dem Wohnmax. Hier fangen die Betten erst so bei 1000 Euro an. Wir gucken mal. Wir sind jetzt wieder in diesem Wohnmax. Mama Lisches kauft jetzt das Bett. Ich werde es euch jetzt auch zeigen. Ich bin. Was ist denn mit dieser Kamera? Die erkennt mich nicht wegen der Maske. Ja, wir müssen nur mal gucken wegen Lattenrost, Sprungrahmen, wie auch immer. Und Matratze. Wir haben uns jetzt für ein Bett entschieden. Ich muss ein bisschen leiser reden, weil hier sind überall Leute. Das, was da steht, das hat so ein LED-Kopfteil. Ich zeig's euch jetzt einfach. Finde ich eigentlich echt cool. Es hat kein Boxspringbett, aber hat halt auch Fächer unten. Da kannst du halt was gut verstauen. Würde ich mir sogar auch hinstellen. Finde ich eigentlich ganz cool. Fährt halt noch die Matratze und der Sprungrahmen. Den müssen wir jetzt nochmal gucken, weil meine Mama kauft es jetzt. So, Mamalisches, du bist Bettbesitzerin. Ja, danke. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Halbes haben wir schon mal. Ja, wir haben alles außer Lattenrost und Matratze. Alles. Nur noch der wichtigste Teil fehlt uns. Ja. Der Innenraum fehlt uns. Ja, auf jeden Fall hat sie sich jetzt für das Bett entschieden, was ich euch gezeigt habe. Wir hoffen natürlich, dass Papa Lisches damit einverstanden ist. Der hat es nämlich noch gar nicht gesehen. Aber Hauptsache erstmal gekauft, ne? Aua. Aber ich muss sagen, die waren da drinnen echt alle sehr, sehr freundlich. Oder? Ah ja, sehr freundlich. Ah ja, gut, ich bin lange daheim, aber wir fahren jetzt auch. Ich habe mir übrigens auch was gekauft, Leute. Das habe ich euch gar nicht gezeigt. Moment, ich zeige euch. Tada! Eine Vase! Wenn ich irgendwann in diesem Leben mal wieder Blumen geschenkt bekomme, aber ich brauche keine Blumen geschenkt bekommen, ich kann sie mir auch selbst kaufen. Das werde ich heute tun. Dann zwei kleine Elsa-Zäpfchen für Enricos Patenkind. Die liebt nämlich Elsa. Und ein Pferdebalsam. Weil ich habe Muskelkater und generell braucht man immer mal Pferdebalsam, weil ich bin ja immer so verspannt hier hinten. Deswegen für einen Euro haben wir den mitgenommen. Aua, hat mir auch wollen wir den zur Massage lieber? Jo. Lädst du mich ein? Nee. Wir gehen jetzt noch schnell einkaufen, ist aber nichts. Jetzt so eine Randale hier, ich möchte filmen. Ist aber nichts Besonderes, wir gehen nur schnell in Aldi, holen, kaufen ein bisschen was ein. Ich will jetzt Nudeln machen, was auch sonst. Wir haben es endlich geschafft, Leute. Ich stehe jetzt hier auf dem Parkplatz, warten auf meine Mama, die ist noch beim Bäcker. Dann mache ich gleich die Nudeln und dann muss ich mal gucken, wie es mit Enrico ist, ob er dann schon kommen will. Oder wie lange er noch braucht, weil dann würde ich noch eine Shisha mit Melina rauchen. Genau. Ja, ich bin echt froh, dass wir jetzt endlich ein Bett gefunden haben. Das war nämlich echt die ganze Zeit so ein Hin und Her. Deswegen bin ich da jetzt echt beruhigt, dass wir das gefunden haben. Und bin auch mal gespannt, wie es im Schlafzimmer aussieht. Und ich würde gerne wissen, was meine Mutter da so lange beim Bäcker macht. Ja, auf jeden Fall bin ich da wirklich sehr gespannt. Ja. Und ich hoffe, dass der Vlog für euch auch interessant ist, dass ich euch so viel mitgenommen habe. Ich glaube, ich mache wirklich morgen dieses What's in my car. Ich finde das ein echt cooles Video. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe gar nicht so viel im Auto, aber alles, was ich im Auto habe, kann ich euch auf jeden Fall zeigen. Und ich muss es vorher auf jeden Fall ausräumen, weil mein Kofferraum, also so ist das Auto eigentlich echt ordentlich, klar sind jetzt hinten unsere Einkäufe, aber mein Kofferraum,
dadurch, dass wir ja campen waren, Katastrophe, ich sag's euch, weil ich habe immer noch den ganzen Scheißdreck hinten drin. Ich weiß. Ich hatte einfach keine Zeit dafür. Ich bin jetzt wieder zu Hause und steht hier schon meine Shisha bereit. Sieht irgendwie schon sehr asozial aus, ne? Die muss ich unbedingt mal wieder säubern. Dann kommt Enrico auch gleich. Wollten unbedingt noch spazieren gehen heute. Und duschen muss ich auch noch. Ja, also ein bisschen was habe ich noch vor. Wir fahren jetzt los. Du kannst denn einmal süß in einem Vlog zu mir sein, gell? Und mir mal so ein Küsschen auf die Backen geben. Oh, Mima. Die Leute denken auch, du behandelst mich schlecht, weil du mich im Vlog immer so nimmst, nämlich Mobs. Na. Das ist. Ja, auf jeden Fall fahren wir jetzt, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe, zur Action, weil ich brauche einen Läufer. Und ich habe eben mit der Melina gefacetimed. Das habe ich euch gar nicht gezeigt. Und. Ey! Das war eine Kunstpflanze! Ja, aber hier unten kann man aber das Ding abmachen. Warum? Wen interessiert's denn? Mich. Toll. Ja, weil du die Finger wieder nicht vorladen kannst. Wisst ihr, was mich richtig aufregt? Dass die IKEA-Sachen alle so schnell einstauben. Kann man jeden Tag staubwischen hier. Wir warten noch auf Vio, weil der habe ich gerade ein neues Supazett gegeben für den Sportunterricht. Und ich will sehen, wie es angezogen aussieht. Ja. Wir sind wieder zurück, haben bei Rewe noch Pizza geholt. Die soll richtig gut schmecken. Also ich habe die Käsesorten von denen probiert, die war richtig geil. Die probiere ich auch noch. Dann habe ich Masken gekauft. Und ich habe euch ja erzählt, dass ich mir einen Teppich holen wollte. Ich habe mir jetzt den geholt bei Action. Und passend dazu diesen kleinen hier. Ja, und Bilder habe ich ausgedruckt. Bilderrahmen gekauft. Ja, Leute, auf jeden Fall beende ich den Vlog jetzt an der Stelle. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Falls es der Fall war, gebt dem Video unbedingt einen Daumen nach oben. Ich gehe jetzt noch duschen und dann geht's in die Haie. Also gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Tschüss. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Passt auf euch auf und bis dann. Kuss auf die Nuss. Sag nochmal, Mama. Tschüssi. Ciao, Kakao. Ehrlich.